Und alles ist startklar. Die gelbe Fahne geht hoch. Sie sehen es rechts hinter der Maschine. Und da ist der Starterfolg. An der 1600-Meter-Marke geht das Feld auf die Reise. Und da hat sich Thea Al-Günay versäumt, ist am Ende des Feldes auszumachen. Valina gleich an der Spitze. Valina mit dem Kommando. Daneben galoppiert Lisan. Lisan und an der Innenseite, jetzt außen Palau, übernimmt jetzt die Initiative. Keiner wollte gehen. Palau jetzt mit dem Kommando. Valina an der Innenseite bleibt dicht auf. Dahinter sieht man dann auch Lotte mit Außenpartner und ganz an der Außenseite, da bringt sich jetzt auch Mabel Molly besser zur Geltung. So sind die Pferde gleich im Schlussbogen. Palau ist vorne vor Mabel Molly in zweiter Position, dann Valina. So geht es in Richtung des Schlussbogens. Dicht auf ist auch Sejana. Das sind jetzt die ersten vier. Dahinter dann Lotte mit Partner in den Fairhofer Farben vor Sea Shepherd. So geht es in Richtung des Einlaufs. Palau ist vorne mit Mabel Molly. Palau an der Innenseite im Vorteil vor Mabel Molly. Dahinter dann Sejana mit Valina und Partner vor Lotte. So geht es in Richtung des Einlaufs auf die letzten 450 Meter. Palau ist vorne. Palau an der Innenseite, der Angriff von Valina. Palau ist vorne vor Valina. Dahinter dann Partner und Sejana kommt dazwischen. Sejana und Valina an der Spitze. Sejana, Valina an der Innenseite. Partner ganz an der Außenseite. Sea Shepherd zieht jetzt an. Sea Shepherd wird stärker. Sea Shepherd in der Bahnmitte mit Sejana und ganz an der Innenseite. Partner. Valina ist geschlagen, aber Sea Shepherd auf die letzten 100 Meter. Sea Shepherd geht auf und davon. Und Sea Shepherd gewinnt das Rennen. Sea Shepherd gewinnt. Dahinter dann noch Sophie Katharina auf dem zweiten Platz, ganz knapp vor Sejana, dann Partner vor Palau und dahinter dann Jana mit Thea Al-Günay und dann folgt die Programmnummer 7 Mabel Molly.